Hey Leute, Kramix hier, was geht ab, Paul Berger? Wir sind heute mal wieder zurück in Lego Fortnite, Leute. Und heute werden wir was richtig Krasses machen. Und zwar werden wir heute das erste Mal ins Schneegebiet gehen, weil, Leute, wir können uns, oder beziehungsweise wir haben uns ja hier schon diese Kupferwaldachs gemacht, Leute. Und damit können wir nämlich das neue Schneeholz abbauen. Und mit dem Schneeholz können wir uns nämlich hier diese neue Spitzhacke machen. Und damit können wir uns Saphire und sowas holen. Also heute wird es auf jeden Fall richtig krass. Wir werden das erste Mal ins Schneegebiet gehen und uns dort neue Ressourcen holen. Lasst dafür gerne ein Like und ein Abo da. Und bevor wir hier losziehen, Freunde, möchte ich aber erstmal noch kurz was machen. Und zwar, Leute, wir müssen auf jeden Fall auf unsere Waldaxt, ja, da müssen wir aufpassen, dass sie nicht allzu schnell kaputt geht. Und deswegen, wir haben hier unseren Verzauberungstisch, werden wir da jetzt erstmal dreifach Haltbarkeit drauf machen, ja, damit wir hier richtig schön viel damit abbauen können. So, ich habe natürlich hier schon Granittafeln vorbereitet. So, einmal 30 Stück davon. Wir können am besten auch mal wieder direkt noch mehr Steine in die Steinschleife reinpacken, Leute, weil davon brauchen wir relativ viel in nächster Zeit. Man muss immer gucken, dass Haltbarkeit drauf ist. Das ist sehr wichtig. So, zack, die hauen wir hier alle mal rein. Alle 19 rein damit. So, dann brauchen wir noch einmal hier unseren Bernstein, Freunde. Und dann kann das Abenteuer gleich auch schon losgehen. Ey, Leute, wir drehen heute hier voll durch. Und das Gute ist ja, dadurch, dass wir uns schon immer die Chili-Burger machen, müssen wir uns gar nicht mehr groß vorbereiten, um ins Schneegebiet zu gehen, weil die Chili-Burger machen uns ja sowieso schon warm. Also richtig gut. Wir sind also quasi jetzt schon optimal vorbereitet, um da reinzugehen. So, hier Haltbarkeit. Zack, machen wir einmal direkt hier drauf. Wir machen hier dreifach Haltbarkeit. Oder Leute, wir machen Glück. Glück wäre natürlich auch krass. Dann bekommt man ja sogar immer noch mehr getroppt. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre eigentlich ziemlich krass. Boah, ich weiß es nicht. Was würdet ihr denn sagen? Was brauchen wir denn für Glück? Ah nee, für Glück brauchen wir den Saphir. Und den Saphir müssen wir da ja erst abbauen. Okay, dann machen wir einfach Haltbarkeit. Machen wir dreifach Haltbarkeit, Leute. Machen wir nichts falsch mit. So, zack. Dass das Ding wenigstens schön lang hält und wir nicht so auf Kupfer hier neu machen müssen. Okay, jetzt haben wir zweifach Haltbarkeit drauf und dreifach Haltbarkeit, Freunde. Let's go, Leute. Das ist jetzt hier eine dreifach verzauberte Axt. Also, das ist auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Und dann würde ich sagen, Leute, wir können eigentlich hier direkt mal losflitzen. Genug Essen haben wir auf jeden Fall dabei. Wir müssen jetzt ins Schneegebiet reingehen. Sollen wir hier... Ach komm, die Ernte machen wir später. Müssen wir nicht jetzt machen. Das Problem ist nur, wir sind auf jeden Fall näher am Wüstengebiet als am Schneegebiet. Da müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen laufen, leider. Ich wünschte, wir hätten noch unser Luftschiff. Aber naja, egal, Leute. Machen wir halt ohne Luftschiff. Weil wir können... brauchen wir hier Wolle noch? Nee, wir brauchen eh keine Wolle mehr. Wir laufen jetzt einfach hier direkt ins Eisgebiet. Gar nicht lang rumquatschen, Leute. Let's go. Okay, wir gehen ins Schneegebiet. Das Ding ist, im Wüstengebiet gibt es ja Wüstenwölfe und diese komischen Wüstensteindinger. Ich bin mir jetzt hier nicht sicher, ob jetzt hier im Schneegebiet auch noch irgendwelche übelst krass starken Gegner hier auf uns warten. Aber egal, wir gehen einfach mal weiter. Okay, das ist erstmal so ein normales Waldding hier. Das juckt uns nicht. So, Frostland. Hier vorne fängt das richtige Frostland an. Das sieht ja erstmal normal... Warte mal, was ist das? Leute, guckt euch das hier mal an. Hä? Das sind ja so eine Ziegen hier. Hä, was kriegen wir denn von denen raus? Und Wolle? Ist das... Ist das irgendwie andere Wolle? Nee, das ist normale Wolle. Weil ich habe gesehen, man braucht irgendwie auch so eine dicke Wolle, Leute. Ich habe jetzt schon gedacht, dass wir da so eine... Oh, oh. Oh, oh, Leute. Was wird mir hier angezeigt? Mir wird hier angezeigt, dass hier irgendwie... Der Schneeboss ist hier in der Nähe. Um Gottes Willen, Leute. Der Schneeboss ist hier in der Nähe. Boah, der Schneeboss, der dreht völlig durch. Aber egal, Leute. Mit dem nehmen wir es jetzt mal noch nicht auf. Oh, guck mal, hier ist so ein Schneeroller. Hier ist so ein Schneeroller, Leute. Das ist mein erster Schneegegner. Komm, wir werden ihn jetzt mal ausschalten. Oh mein Gott, halten die viel aus. Oh mein Gott, halten die viel aus. Leute, Feierabend. Die sind ja überstark. Yo. Okay, wir brauchen wirklich stärkere Waffen. Wir brauchen hier wirklich stärkere Waffen, Leute. Oh, jetzt kommt hier auch noch eine Schneespinne oder was? Ey, das ist ja wirklich genau wie im Wüstengebiet und so. Nur, oh mein Gott, oh, er hat mich erwischt. Alter, wie viele Herzen die auch ziehen. Ich gehe jetzt in Nahkampf. Oh, hä? Woran ist der denn jetzt gestorben? Okay, nice, aber wir haben Schneepanzer. Hä, das ist voll krass, Leute. Hier im Schneegebiet sind wirklich nochmal so ganz neue Dinger. Was ist denn das hier? Das ist eine Schneekuh. Die haben hier Hörner. Die sehen ganz anders aus. Die sehen ja ganz anders aus hier. Warte mal, Leute. Guck mal, mir ist kalt, obwohl ich hier so einen Burger-Intus habe. Das verstehe ich jetzt nicht, Freunde. Nee, ein Schneebären bringt mir auch nichts. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz, Leute. Wir frieren und deswegen verlieren wir hier Leben, obwohl ich hier noch eine Fackel raus habe. Was sind das hier? Schneebären? Leute, okay, okay, okay. Oh, 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 da ist ein Frostwolf, Leute. Da ist ein Frostwolf. Oh, 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 oh. Okay, warte, wir schalten den auch mal aus. Oh. Okay, okay. Alles ist gut. Alles ist gut, Bro. Bam! Und wir haben eine Frostkralle. Haben wir uns gesnackt hier. Alter, holy moly Macaroni. Ich verstehe das aber nicht. Ich verstehe das nicht. Obwohl wir hier so einen Chili-Burger haben, das bringt ja irgendwie gefühlt gar nichts. Ich glaube, wir müssen uns einen Frostschutztrank oder so irgendwie erst machen.
Wir gehen erstmal zurück zur Base. Welche Richtung müssen wir denn überhaupt? Okay, wir laufen in die richtige Richtung. Wir gehen erstmal nochmal zurück zur Base. Das bringt so nichts. Wir müssen entweder uns diesen komischen Totem da machen. Den Frostschutz-Totem wahrscheinlich. Oder irgendwie irgendwelche Tränke. Aber so funktioniert das nicht. So, wir erfrieren hier gefühlt. Okay, Leute, ich habe gerade geschaut. Wir müssen uns dafür hier so ein Totem einmal machen. Totem des, keine Ahnung, was, inneren Feuers oder sowas heißt das. So, das können wir einmal hier alles reinlegen. So, zack, hier das gute Zeug. Das gute Zeug hier einmal rein. Einmal schön alles ordnen, was wir uns hier gerade geholt haben. So, dann die Federn. Haben wir keine Federn mehr auf Lager oder was? Ah, doch, die sind hier. So, aber wenigstens ein paar. Also, wir haben hier schon echt ein paar schöne Sachen auf Lager, würde ich mal behaupten. Guck mal, hier Schneebärenshake und sowas. Das brauchen wir jetzt ja aktuell gar nicht. Aber ich behalte es einfach mal im Inventar, falls wir doch irgendwie mal in so ein warmes Gebiet irgendwie sind. Ist nie schlecht zu haben. Ist nicht schlecht zu haben. Für alles vorbereitet. Ihr wisst Bescheid. So, gibt es eigentlich Tränke, die man da noch machen kann dafür? Schlürfsaft, Schufsaft. Nee, kann man gar nichts dagegen machen. Gegen die Kälte. Da brauchen wir auf jeden Fall diesen Totem und wahrscheinlich die Chili-Burger. Das ist wahrscheinlich alles, was man dagegen machen kann. Und das wird dann vermutlich auch ausreichen. Sowas brauchen wir noch. Brightcore und ich glaube Wolle oder so. Zack und Wolle. Okay, okay, gucken wir mal. Gucken wir mal, ob das alles ist, was wir brauchen. Und zack. So, wo ist es hier? Glücksbringer des Inneren. Ach, Wolffäden und geschliffenen Rubin. Ah, geschliffenen Rubin. Geschliffenen Rubin und Wolffäden. Okay. Easy, Freunde. Kriegen wir hin. So, fünfmal. Und Wolffäden. Ba, ba, ba. Okay, Leute, wir haben jetzt alles beisammen, um uns hier diesen Totem zu machen. Zack, Leute, Glücksbringer des inneren Feuers. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Das heißt, wir können eigentlich das hier wegpacken, weil das kühlt mich ja eh runter. Das ist ja eher für warme Temperaturen. Und wir haben jetzt auch schon 19 Schild, Leute. Let's go. Richtig gut. So, das packen wir dann mal hier rein. Das brauchen wir jetzt ja nicht. Und dann würde ich fast sagen, Leute, dann würde ich fast sagen, wir können jetzt eigentlich losziehen. Ey, wir müssen auch mal neue Kisten machen. Langsam wird es hier, warte mal, wir machen mal noch schnell eine neue Kiste, weil langsam geht mir hier ein bisschen der Lagerplatz weg. Boah, voll schlau eigentlich, ne? Machen wir hier direkt so zwei Reihen hin. Zack, können wir hier reinpacken. Oh, das auch nochmal hier rein. Das gute Rubin brauchen wir jetzt ja hier nicht. Okay, Leute. Vielleicht noch ein paar mehr Pfeile könnte ich eigentlich gebrauchen, oder? Komm, wir nehmen noch schnell ein paar mehr Pfeile mit. Wir wissen ja nie, was passiert. Wir wissen ja nie, was passiert, Leute. Man muss ja immer gut vorbereitet sein. Zack. So, schön draufhauen damit hier. Schön draufhauen. Können wir uns eigentlich irgendwann mal... Oh, guck mal. Oh mein Gott, das brauchen wir hier. Diese Armbrust, das muss unser Ziel sein. Wir brauchen Frostkiefer, Kordel haben wir und Eisenbarren. Oh mein Gott, Langschwert aus Eisenbarren, das ist ja krass. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal, um Eisenbarren zu holen, wahrscheinlich hier diese Spitzhacke haben. Und dafür brauchen wir erst Frostkiefer, dann müssen wir nochmal hierher kommen. Und dann können wir uns das ausrüsten. Okay, Leute, das heißt, unser Ziel ist jetzt eigentlich, wir gehen ins Schneegebiet und werden uns erstmal schön ein bisschen Frostkiefer abbauen. Mit unserer Axt, die wir hier uns natürlich schon gemacht haben, Leute. Hier, die haben wir dabei. Let's go. Also, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dürften wir jetzt aber eigentlich nicht mehr frieren, wenn wir jetzt ins Schneegebiet gehen. Wir gehen jetzt nochmal rüber. Okay, Leute, und wir sind wieder im Schneegebiet angekommen. Oh, wir werden hier schon wieder von den ersten Paulbergern angegriffen. Aber ich sage euch ehrlich, ich vermute mal, dass wir sowieso für irgendwas hier diese Panzer wieder brauchen. Deswegen nehmen wir die einfach mal mit hier auf entspannt. So, zack, schön ausgewichen, Junge. Da musst du früher aufstehen. Aber wir brauchen echt hier stärkere Waffen, Leute. Wir müssen eigentlich total dumm, dass ich jetzt hier mit denen am Kämpfen bin. Tauche ein in die Welt von War Thunder, dem umfassendsten Kampffahrzeugspiel aller Zeiten. Mit über 2000 detaillierten Fahrzeugen, die dich mitten ins Gefecht begleiten. Du kannst hunderte von Tarnmustern und Dekorationen entdecken. Und dank der 4K-Auflösung werden die Schlachten auf jeden Fall richtig krass, Leute. Und all das in einer Spielwelt, die sich über ein Jahrhundert erstreckt. War Thunder hat mich nicht nur mit seiner Grafik, sondern auch mit den Spielmechaniken beeindruckt. Es gibt wirklich endlose Strategiemöglichkeiten. Spielt jetzt War Thunder kostenlos auf dem PC, auf der Xbox oder auch auf der PlayStation kostenlos mit meinem Link in der Videobeschreibung. Und für neue Spieler und Spieler, die mindestens 6 Monate nicht gespielt haben, gibt es auch noch ein richtig krasses Bonuspaket. Greift jetzt zu, solange das Angebot gilt und wir sehen uns dann auf dem Schlachtfeld, Leute. Let's go! Mann, auch echt gut Schaden. Ich muss mir eigentlich nur hier kurz dieses Holz holen. Perfekt, Leute. Das ist hier schon das richtige Holz. Das können wir uns jetzt hier einmal mitnehmen. Und daraus machen wir dann... Oh mein Gott. Leute, das ist dieses helle Holz Frostkiefer. Finde ich sehr gut hier, Leute, dass wir dieses Holz einfach so viel kriegen. Das war hier normales Holz. Ich glaube, die Frostkiefer, das sind hier die dicken Bäume. Das sind hier die dicken, Leute. Hier, das Ding. Das hier ist eine schöne Frostkiefer. Zack, zack, zack. Und damit können wir uns dann eine Spitzhacke machen, mit dem wir dann das Eisen oder Metall abbauen können. Und mit dem Metall können wir uns dann wiederum ein krasses Schwert machen. Wer weiß, was da oben auf uns wartet, Leute. Wir werden uns hochbauen. Unterwegs nehmen wir natürlich hier noch schön ein bisschen was von dem Frostkiefer mit. Bam, bam, bam.
Also ich sage euch ehrlich, Leute, ich finde das schlimmste Material sind wirklich diese Knorrwurzeln, weil es es nur in den Höhlen gibt und das einfach nicht mehr nachwächst. So hier Weichholz aus Kaktus, das hier Kiefer, alles easy. Aber diese Knorrwurzel ist für mich das Allerschlimmste. Wir müssten uns eigentlich auch mal so einen Crappler bauen. So ein Crappler, schön um da hoch zu crappeln, da müssen wir keine Leitern mehr bauen. Oha, Leute. Oha, wir kämpfen uns hoch. Ey, geisteskrank. Geisteskrank, wie viel Leitern wir brauchen. Okay, und jetzt ist uns das Holz ausgegangen. Guck mal, hier die Bergkühe da vorne. Ey, Leute, ich will unbedingt wissen, was da oben auf dem Berg ist. Wir müssen uns da irgendwie hochkämpfen. So, wir nehmen dafür mal lieber die andere Axt, um hier das normale Holz zu holen. Also bis jetzt frieren wir auch nicht. Also ich glaube, das funktioniert hier an sich bis jetzt ganz gut. So, jetzt müssen wir überlegen, wie wir jetzt am besten hier weiter hochlaufen. So, komm, gehen wir mal hier lang. Oh, was ist das für ein Film, hier hochzukommen? Okay, nächste Treppe. Also man muss hier gefühlt echt Bergsteiger sein, um hier hochzukommen. Alter. Ey, nee, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, ich dachte schon, ich stürze hier runter. So, Trick 17, hier weiter geht's. Aber jetzt ist mir hier schon wieder das Holz ausgegangen. Ey, Leute. Ey, bis wir hier oben angekommen sind, guckt euch das hier mal bitte an. Was wir hier für eine Leiter brauchen. Okay, Leute. Okay, wir sind jetzt fast oben angekommen. Jetzt noch einmal hier hoch. Und dann noch einmal da hoch. Also wenn jetzt hier oben nicht irgendwas Krasses auf uns wartet, Leute, dann hat sich das auf jeden Fall nicht gelohnt, hier hochzugehen. Ey, nee, ey, jetzt ist uns schon wieder... Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Zum Glück liegt hier Holz. Ich wollte gerade schon sagen, das kann ja wohl nicht sein, dass wir jetzt hier wieder runter müssen. Ah, wobei, warte mal, Leute, guck mal. Vielleicht müssen wir jetzt diesmal gar nicht eine Leiter bauen oder eine Treppe. Vielleicht können wir hier hochlaufen. Ja, das ist hier wirklich nur Eis. Man läuft hier wirklich nur auf Eis. Ey, wie krass das ist. Aber das Gute ist, wir frieren jetzt schon mal nicht mehr. Ey, da vorne ist ein Skelett. Was haben die da für eine Panzerung an? Was sind das für krasse Skelette hier? Oh. Alter, was haben die? Die haben Metallschwerter. Boah. Okay. Ey, die droppen jetzt aber mittlerweile Langschwerter. Oha, wie krass. Das ist krass. Okay, wir laufen weiter. Guckt euch das hier mal an. Ey, das ist crazy. Ey, ich komme hier wirklich gar nicht klar. Ich komme hier wirklich gar nicht klar. An sich können wir hier jetzt gerade eh nicht viel mehr machen, weil wir müssen eigentlich sowieso erstmal zurück und uns eine, mit dem Holz, was wir bekommen haben, eine Spitzhacke machen. So, und meine Armbrust ist kaputt. Perfekt. Aber wir haben natürlich immer eine Ersatzarmbrust dabei. Oh mein Gott! Habt ihr gesehen, wie viel Schaden der zieht? Habt ihr gesehen, wie viel Schaden der zieht? Oh mein Gott. Okay, Leute, ich muss los. Ich muss los, es wird Zeit. Es wird Zeit, umzukehren. Aber wir haben auch schön viel Holz dabei. Da kommen wir, hobeln hier noch ein bisschen was ab. Fliegen dann hier gleich mal richtig schön runter. Und dann würde ich sagen, Leute, let's go! Oh mein Gott, wir fliegen hier runter. Oh mein Gott, Leute. Wir frieren hier auch nicht mehr. Das ist echt schon mal ganz gut. Wir gehen jetzt mal schnell zurück zur Base und machen uns da mal noch eine neue Spitzhacke. Und wir sind wieder back, Leute. So, jetzt bin ich echt mal gespannt hier, was wir damit anstellen können. So, einmal rein hier, Sägewerk. Zack, hier, Frostkiefer. Wir hauen hier direkt mal ein bisschen was rein, weil ich wette, wir brauchen sowieso diese Frostkieferstäbe. Hauen wir direkt mal ein Stack hier rein, kann das hier schon mal verarbeiten. Okay, dann lass mal checken. Lass mal checken, Freunde. Was brauchen wir? Also, wir haben jetzt hier die Waldachs, wir brauchen aber hier diese Spitzhacke. Dafür brauchen wir Frostkieferstab und Obsidiantafel. Haben wir alles hier. Sehr nice, Leute. Sehr, sehr nice. Okay, und dann um das Schwert oder hier die Recurve-Armbrust. Eisen. Dafür brauchen wir Eisenbachen. Und Eisenbachen kriegen wir ja mit der neuen Spitzhacke. Aber ich wette, dafür müssen wir in so eine Höhle reingehen, Leute. Ich wette, dafür müssen wir in so eine Höhle reingehen. Und das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, wir machen uns jetzt erstmal die Spitzhacke. Obsidiantafel, wo seid ihr? Zack, perfekt. Guck mal, Leute, wir haben sogar schon alles direkt am Start hier, so wie das sein muss. So, hier nochmal ein paar Frostklauen können wir auch hier einmal reinpacken. Zack, zack. Und jetzt machen wir uns die nächste Spitzhacke. So, hier einmal rein. Spitzhacke, let's go, Leute. So muss das sein. Und Leute, wir machen wie gesagt direkt auf alles diese dreifache Haltbarkeit, weil, ja, ist besser. Oder, Leute, bei einer Spitzhacke, ich habe gesehen, man kann ja auch eine Glückverzauberung machen. Das ist, glaube ich, wie in Minecraft, aber dafür brauchen wir diesen Saphir, das haben wir noch nicht.
Das ist, glaube ich, wie in Minecraft, dass man mehrere Items davon bekommen kann. Wäre natürlich auch krass. Wenn wir da Metall abbauen, kriegt man mehr raus, ne? Ja, mal gucken, Leute. Wir machen einfach direkt dreifach. Einfach direkt dreifach. Haltbarkeit hauen wir da drauf auf die Spitzhacke. Ich brauche dafür aber noch ein bisschen Granit. Ich habe gar nicht so viel Stein hier. Warte mal, wir gehen noch schnell ein bisschen Stein holen. Stein sollte ja an sich kein Problem sein. So, zack, hier, wir brauchen noch mehr Steintafeln. Wir hauen hier einfach direkt mal alles rein, ne? Kann man, wie gesagt, nicht genug haben. In der Zeit, wo das hier durchläuft, machen wir noch einmal ein bisschen unsere Ernte, damit wir natürlich auch in Zukunft genug Chili-Birchies machen können. Zack, zack, zack. Alter, oh mein Gott, die schlagen gerade Blitze ein. Hoffentlich geht hier nichts kaputt hier bei mir. Weizenkörner, okay. Perfekt. Also ich sage euch ehrlich, man braucht ja einfach nur Stein und Bernstein. Das ist eigentlich so die Meta. Immer überall dreifach Haltbarkeit drauf. Weil ich finde an sich so, die Items gehen ja echt immer super schnell kaputt, Leute. Ich sag mal, hier ein bisschen Stein, das kann man natürlich immer sehr schnell auftreiben. Und dreifach Haltbarkeit, Freunde. Let's go. Perfekt. Spitzhacke auch gut ausgestattet. So, an sich würde ich sagen, räumen wir dann jetzt einfach nochmal einmal schnell unser Inventar auf. Und dann brechen wir wieder auf. Und werden mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo noch ein bisschen Metall auftreiben könnten, weil dann könnten wir uns schon eine richtig krasse Armbrust und ein krasses Schwert machen. Okay, dann würde ich sagen, wir können jetzt nochmal los. Mal gucken, ob wir jetzt hier direkt eine Metallhöhle finden. Okay, Leute, wir sind jetzt hier wieder im Schneegebiet. Boah, wie hier die Bäume aussehen. Boah, da vorne ist eine Kiste. Leute, da vorne ist eine Kiste. Das sind auch so Leute, die das bewachen, aber da ist safe was Krasses drin in den Kisten, Leute. Ich versuche dem erstmal einen Headshot da hinten zu geben. Oh, schöner Headshot. Noch ein Headshot. Oh, Leute, wir müssen die down haben, bis die bei uns sind. Oh, der hat eine Armbrust hier. Der kann auch schießen. Alter, und wie viele Herzen der zieht. Leute, wir müssen den Armbrust schon hier als erstes weghauen. Oh, oh. Oh. Armbrust, Johnny. Oh. Ey, Leute, also wirklich hier Schneegebiet. Schneegebiet so hart, Leute. Lol, was die alles hier droppen mittlerweile. Ey, die haben so crazy Loot. Das sind hier richtige Ritter, gegen die wir hier kämpfen. Mit ihren Metallschwertern hier. Ja, ihr wollt mich schlagen, ne? Ihr wollt mich hier schlagen, aber ich lasse euch nicht. Ich muss einfach nur immer gut ausweichen. Ich hoffe, das lohnt sich und da ist gutes Zeug in der Kiste. Der hat was Liedernes getroppt. Lol, Leute, was hat der getroppt? Käse? Die droppen Käse. Ich wusste gar nicht, dass man die Käse machen kann. Oh, Leute, Leck. Was war das gerade? Oha. Fast gestorben wegen einem Leck hier. Ja, Leute, ich glaube, wir sind wirklich noch nicht zu... ich glaube, wir sind echt noch zu schwach, um in so eine Höhle zu gehen. Alter, die droppen einfach Käse. Yo. Hä, wie krass ist das denn? Aber Burger ist krasser, Burger halt mehr. Aber gut, ich sag mal für so einen Zwischendurch-Snack. Wenn wir eh gerade das auf Free bekommen haben, dann snacken wir mal ein bisschen Käse weg. Oh, und zack, Ehre, danke. Ey Leute, einfach der Leck hat uns gerade fast hops genommen. Okay, mal gucken, was hier in der Kiste drin ist. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Dafür habe ich jetzt meine ganzen Pfeile zerschossen und meine Armbrust hier fast kaputt gemacht. Oh, das hat sich ja gar nicht gelohnt hier. Voll die Bummikiste. Schade. Ey, die sind echt alle super stark hier, die Skelette, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ich will hier eigentlich gar nicht so viel mit diesen Skeletten rumfighten, weil das lohnt sich gar nicht. Ich will eigentlich mehr gucken, dass wir irgendwas Gutes finden. Also an sich müssten wir eigentlich eine Schneehöhle finden, um an Eisen zu kommen. Was ist das, Leute? Was ist das? Oh, da will jemand... Ah, du willst hier nicht, dass ich euer Zeug abbaue, hä? Du willst hier Auge machen, weil ich hier euer Saphir klauen will. Oh, Leute, ich glaube, wir müssen die leider wegholen. Ich glaube, wir müssen die leider killen. So, komm, schöner Heady. Schöner Heady, noch ein Heady. Ja, das war doch safe auch ein Header. Jetzt kommt noch ein Wolf von hinten, oder was? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, Leute. Ich bin fast down schon wieder. Ey, die Monster hier, die sind wirklich zu krass. Ja, da ist noch ein Skelett, was mich auch abschießt. Ey, Leute, ich will nicht sterben. Ich will hier wirklich nicht sterben jetzt. Ey, wir müssen dieses grüne Zeug abbauen. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, das war Saphir. Ey, Bro, wie viele Monster sind denn hier? Ey, das ist nicht normal, wie viele Wölfe hier sind. Da kommt der nächste. Das ist echt nicht normal. Das ist echt nicht normal, Freunde. Also Schneegebiet, wirklich ganz anderes Profi-Level hier. Ganz anderes Profi-Gebiet. Die kommen hier auch so random angerannt. Die Wölfe und wollen dann einfach... Es sind 10 Wölfe, die einen hier kaputt machen wollen. Ich gehe jetzt hier aber nicht weg, bevor wir nicht das Saphir haben. Oder Emerald, Smaragd oder keine Ahnung, was das ist. Irgendwas Grünes. Was war das denn jetzt hier? Alter, da ist sogar eine Höhle.
Wir haben eine Höhle gefunden. Ich weiß aber nicht, ob wir da reingehen sollen. Nein, wo war denn dieses grüne Zeug jetzt, Mann? Ja, aber hier ist eine Höhle. Ich sag ehrlich, lass kurz in die Höhle reingehen. Hinter mir sind eh Monster. Wir gehen mal kurz in die Höhle rein. Vielleicht finden wir irgendwo easy schnell ein bisschen Metall. Oh mein Gott. Ich esse am besten nochmal was. Wir müssen hier wirklich, wirklich aufpassen jetzt. Das ist kein Spaß, die Höhle. Ich nehme an, die Gegner hier sind ultra stark. Guck mal, was ist das hier? Das ist doch Metall hier. Ja, komm, Leute, das müssen wir mitnehmen. Das müssen wir hier mitnehmen. Ja, 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 ja. Gib mir das Metall, Leute. Gib mir das Metall. Schwert. Ich sehe unser Schwert schon, Leute. Ich sehe unser Schwert schon vor mir. Oh, ja. Oh, ja, komm zu Papa. Komm zu Papa. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Leute. Nein, Inventar ist voll. Stein weg. Weil wir brauchen den Stein eigentlich. Wir nehmen lieber die Wolle weg. Wolle weg, Stein mitnehmen. Dicke Wolle, auch so wichtig. Das brauchen wir ja auch. Guck mal, wie viele man von den Schwertern hier hat. Oh mein Gott, Leute. Komm, alles abbauen. Alles abbauen, was geht. Wir nehmen alles mit, was geht. Bam. 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 Ich meine, ich habe jetzt ein Stack Metall. Vielleicht wird das ja fürs Erste sogar mal ausreichen. Man soll ja bekanntlich nicht zu greedy werden. Ich bin aber greedy, Leute. Ich bin aber greedy. Ich bin aber greedy. Ich kann es nicht lassen. Baguette. Okay. Oh, guck mal, da ist noch mehr Metall. Das müssen wir uns holen. Glaubst du, easy wie hier werden wir nie wieder an Metall rankommen? Egal, komm, wir schnappen uns das. Wir schnappen uns das einfach. Ist egal, danach gehen wir aber. Danach gehen wir wirklich. Ich denke jetzt aber mal fast, dass wir gar nicht allzu viel Metall brauchen. Das ist wahrscheinlich so ein Ding wie mit dem Kupfer, dass man eher so die anderen Sachen braucht. Ja, komm, komm, komm. Wir gehen lieber hier hin, nehmen noch ein bisschen dieses blaue Zeug mit. Oh, Leute, die Höhle ist eigentlich so schön, ne? Die Höhle ist so schön, aber ich habe echt Angst, hier weiter reinzugehen. Weil ich glaube, wir sind ja schon mal einmal fast auch in der Wüstenhöhle gestorben. Und hier bin ich mir echt nicht sicher, ob wir das hier überleben, wenn wir hier zu tief reingehen in die Höhle. Komm, wo das hier überall noch hingeht. Wo das da noch runtergeht hier. Wie viel haben wir von dem Zeug? Ah, von dem Saphir haben wir nicht so viel. Okay, Leute, wir haben jetzt 7 Saphir. Ich glaube, das muss reichen fürs Erste. Wir hauen hier ab. Ich hau hier ab, Leute. Boah, das hier am Ende noch nicht gut endet. Wir haben Metall, wir haben Saphir. Es gibt bestimmt hier noch andere krasse Materialien, wenn man weiter reingeht. Aber ich will es jetzt hier nicht übertreiben. Wir sind noch nicht auf dem Level. Wir sind noch nicht auf dem Level, Freunde. Man muss sich das eingestehen. Weil wenn wir hier jetzt sterben und unseren ganzen Loot verlieren, das wäre komplett Feierabend. Und wir sind wieder back, Leute. Und das Coole ist, ich habe auf dem Rückweg noch das hier gefunden, Leute. Malachit. Das war dieses grüne Gestein, was wir vorhin gefunden haben. Das ist Malachit. Also wir haben jetzt an sich hier schon echt ganz gute Materialien mitgenommen. Ich muss halt jetzt nur mal abchecken, was wir davon jetzt groß brauchen. Also um uns jetzt hier bessere Waffen machen zu können. Also wir brauchen auf jeden Fall Eisenbachen. Okay, Frostkiefer haben wir sowieso. Langschwert nur Eisenbachen. Also wir brauchen relativ viel Eisenbachen. Ich nehme jetzt aber mal an, dass das gar nicht so einfach ist mit den Eisenbachen. Hä? Das ist ja voll einfach. Da brauchen wir auch nur Brightcore dafür. Oh mein Gott, ich dachte schon, da bräuchten wir jetzt irgendwas anderes Seltenes dafür. Da brauchen wir aber auch nur das Brightcore. Und davon haben wir richtig viel. Ja, Chi-Chis, Freunde. Chi-Chis. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir gehen da jetzt hin. Einmal hier schnell entfernen. Das machen wir raus. Eisenbachen rein. So, wie viel brauchen wir, Leute? Easy, wir machen einfach mal 12 und was weiß ich, Freunde. Komm, wir machen. Wisst ihr was? Was soll der Geiz? Wir haben eh ein ganzes Stack. Wir machen mal ein ganzes Stack jetzt hier. Machen wir ein ganzes Stack. Wir haben sowieso noch was. Was soll der Geiz, Leute? So, dann nehmen wir hier mal noch direkt schön ein bisschen Brightcore mit. Packen hier das Eisen rein. So, dann kann das hier schon mal einmal schön durchlaufen. Einzige Problem ist halt, dass das hier echt lang braucht. Ich merke schon, das dauert hier echt lange, bis das durchläuft. Und dann ordnen wir in der Zeit mal unser Zeug und dann können wir uns jetzt krasse OP-Waffen machen. So, Freunde, wir haben uns jetzt hier schon mal 10 Eisenbachen gemacht. Das andere lädt hier noch durch. Wir können uns jetzt mal eine übelst krasse OP-Armbrust mal noch machen. Und natürlich das OP-Langschwert werden wir uns jetzt hier gleich noch machen. So, gehen wir aber erstmal zu den Waffen. Was brauchen wir denn hier nochmal Schönes? Genau, die Recurve-Armbrust haben wir alles. Ach, Frostkieferstab. Genau, Frostkieferstab. Müssten wir aber eigentlich auch noch ein bisschen was auf Lager haben. Habe ich ja extra genug Stäbe gemacht. So, wo sind sie? Hier, Freunde. Zack. Machen wir uns mal noch hier eine schöne OP-Armbrust. Eigentlich können wir da ja direkt mal noch Schadensding draufhauen. Bam! Oh mein Gott, let's go. Ey, Leute, wie viel Schaden macht die? Die macht allein schon 14 Schaden ohne Schadensverzauberung. Ey, wenn wir da noch 3 Schadensverzauberungen drauf machen, Leute, dann haut die ja komplett alles direkt weg. Ist halt nur die Frage, machen wir da lieber Haltbarkeit drauf und haben lange was davon oder lieber Schadensverzauberung? Ich bin irgendwie ein bisschen für Schadensverzauberung. So eine OP-Ding. Damit können wir halt locker das Ungetüm wegfetzen, ne? Sollen wir uns eine OP-Ding machen? Oh mein Gott, warte mal. Ich habe aber auch nur noch einen Explosionskern. Machen wir erstmal eine Verzauberung. Machen wir einfach erstmal eine Schadensverzauberung. Das ist auch das Problem hier, diese Explosionskerne. Müssen wir auch irgendwann nochmal was Neues farmen. Und bam, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die macht jetzt schon 14. Damit wird die wahrscheinlich 17 machen. Oh, wenn die voll ist, dann 20, 23. Oh, ey, also wenn wir da dreimal was draufhauen, dann wird die 23 Schaden pro Schuss machen.
Das wäre geisteskrank. Das wäre wirklich geisteskrank. Okay, aber wir haben auf jeden Fall schon mal eine schöne Armbrust uns gemacht. Können wir schon mal so lassen. So, zack. Und jetzt machen wir uns natürlich noch ein schönes Langschwert. Dafür brauchen wir 12 Eisenbarren. Haben wir auch gleich, Freunde. Haben wir doch auch gleich. Und an sich haben wir ja jetzt schon die besten Waffen im Spiel. Also was Besseres gibt es aktuell nicht, ja? Also mehr geht nicht. Also wenn man da dann noch voll Schadending drauf macht, dann ist das hier wirklich das Maximum, Leute, ja? Also bessere Waffen als das Epische gibt es aktuell nicht, ja? Ich denke mal, es wird irgendwann hier wieder ein Update geben und so. Dann kommen vielleicht hier irgendwie noch legendäre Sachen und so. Aber das Episch ist aktuell hier wirklich das Beste. Was aber voll übertrieben ist, Leute, das Ritterschild kostet einfach 25 Eisenbarren. Das ist meiner Meinung nach viel zu viel für ein Schild, was schnell kaputt geht. Also ich bin eh nicht so der Schildfreund hier, weil man kann ja eh ausweichen. So, und zack, jetzt haben wir auch noch 12 Eisenbarren. Schild, Schwert meine ich. Und let's go, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schaut euch das bitte an. Hier voll epischer, guck mal hier, alles ausrüsten. Hier full epic Loadout hier. Alles lila unten in der Leiste, sehr, sehr stark. Wir haben uns gut ausgestattet. An dieser Stelle natürlich noch ein großes Dankeschön an Warfunder für die Unterstützung. Und wenn ihr jetzt selbst ins Gefecht einsteigen wollt, dann klickt jetzt den Link in der Videobeschreibung. Denn Leute, ihr wisst Bescheid, ein gratis Bonuspaket wartet dort auf euch. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Let's go!